Wasser. Wir nehmen kein heißes Wasser. Okay. Ich wollte Ihnen das noch sagen. Merken Sie sich bitte, Zwiebel können Sie zu fast allen Gerichten verwenden. Was? Zwiebel? Natürlich. Können Sie an alles nehmen? Zu fast alles. Meine Fresse. Ich bin ja gespannt, wie nah der Pudding schmeckt. So. Und jetzt nehmen wir... Heißes Wasser. Kein heißes Wasser. Was wollen Sie denn immer mit Ihrem heißen Wasser? Die muss ja auch vom Meer fahren, das heiße Wasser. Aber nein, wir nehmen mal zwei mehr kommen, nur. Dann langt es wieder nicht. Wir nehmen jetzt Ochsenfleisch. Ochsenfleisch? Ochsenfleisch, ja. Und merken Sie sich das, wenn Sie Ochsenfleisch essen, werden Sie stark wie ein Ochse. Wenn man Ochsenfleisch isst, werden Sie stark wie ein Ochse. Stark wie Ochse? Ja, natürlich. Ja, Mist. Ich esse schon vier Wochen Fisch. Ich kann immer noch nicht schwimmen. So, wir machen jetzt den Sandwich. Und für unsere Füllung brauchen wir jetzt heißes Wasser. Kein heißes Wasser. Ein bornierter Pinsel. Wir nehmen nur heißes Ich will Wasser. Kein heißes Wasser für die Sandwich haben. Nee. Wir nehmen jetzt Milch. Nehmen wir Milch. Ja, aber sagen Sie, was? Kommt Ihnen die Milch nicht auch recht dünn vor? Die ist ja dünner wie heißes Wasser. Die ist ja so dünn. Eben. Ja, vielleicht haben die Kühe recht lange im Reichen standen. Wir nehmen lieber heißes Wasser. Wir nehmen kein heißes Wasser. Was haben Sie hier? Das ist mein Schokoladenpudding. Ihr Schokoladenpudding? Das ist meine Spezialstrecke. Darf ich mal kosten? Ja, bitte. Darf ich mal, ja? Das ist was? Schlecht sieht er ja nicht aus. Nee, das ist was? Aber schmecken? Der schmeckt... Was? Das soll Schokoladenpudding sein? Hast du gedacht, das ist Asphalt? Das ist mein Schokoladenpudding, oder? Ja, aber der schmeckt ja wie Schuhcreme. Das schmeckt ja wie Schuhcreme. Mein Schokoladenpudding? Ja, wie Schuhcreme. Der schmeckt wie Schuhcreme? Ja, natürlich. Viel schlimmer noch. Mensch, der schmeckt wie Schuhcreme. Meine Fresse, da habe ich die Schokolade auf die Latschen geschmiert. Eberhard, das Beste ist, wir tun ihn ins heiße Wasser. Nein, nicht ins heiße Wasser. Wie können Sie den Schokoladenpudding mit Schuhcreme verwechseln? Man wird ja noch mal was verwechseln können. Aber das kann man nicht verwechseln. Ich habe schon noch mal was verwechselt. So, was haben Sie denn verwechselt? Da haben wir einen großen Topf Erbsen gekocht und da habe ich statt Salz, habe ich Waschblau erwischt. Na und? Was ist da passiert? Ja, was soll da passiert sein? Nichts ist passiert. Haben wir heißes Wasser dran gemacht, ne? Und dann haben die Gäste das als heißes dann gegessen.